Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade bei meiner Pyramide. Es hat sich gar nicht so viel geändert. Hier stehen nur vier Teleporter. Okay, drei mehr. Ich bin gar nicht dazu gekommen, jetzt die Woche hier noch irgendwas zu machen. Vielleicht schaffe ich das morgen noch. Aber so viel will ich hier gar nicht mehr hinstellen, weil ich einfach Angst habe, dass ich das zu voll dekoriere, dass das dann am Samstag extrem hängen wird. Dadurch, dass ja noch so viele Leute hier sind. Also ich denke mal schon allein mit 32 Teilnehmern wird es schon ein bisschen hängen. Wenn dann noch die Zuschauer kommen, wird es noch mehr hängen. Und ich habe einfach Angst, dass das für die Teilnehmer schwer wird bei der Kartenwahl, weil dann ist das wirklich extrem manchmal. Das hatte ich bei Mr. Leifert auch. Dazu würde ich euch nochmal bitten, alle die Reittiere abzunehmen, wenn ihr hier seid. Für die Teilnehmer gilt das jetzt nicht. Beziehungsweise die Leute, die jetzt irgendwie ein Reittier haben, was zwei Damage mehr gibt oder so. Da dürft ihr das anlassen. Aber es gilt halt nur für die Teilnehmer. Und dann sieht es auch nicht ganz so rummelig aus hier. Wenn man hier eine Person mit so einem T-Rex hat. Stellt euch mal 50 Leute mit T-Rexes vor. Das wäre schon geil, oder? Oder mit dem Esel. Hier, der hier. Das wäre doch witzig. Okay. Ich rede jetzt weiter. So, ich habe hier Teleporter hingestellt. Ich bitte, dieser Teleporter ist nur für die Teilnehmer. Ich habe ja gesagt, dass erst die Teilnehmer hier zum Haus teleportiert werden. Das wird nicht funktionieren, weil mein Haus ist ja auch in der Hausbesichtigung öffentlich. Es werden, denke ich mal, auch viele dadurch zu meinem Haus kommen. Und deswegen bitte ich euch, dass ihr dann nicht da durchgeht, also alle Zuschauer. Die Teilnehmer, wenn ihr hier seid, geht direkt durch diesen Teleporter. Dann seid ihr auch schon im Teilnehmerbereich. Weil es gibt da so ein paar. Die rennen dann einfach so aufs Feld. Das habe ich ja schon mal gesagt. Und ich kicke ungern Leute. Deswegen versuche ich das irgendwie zu verhindern. Deswegen habe ich hier extra nochmal einen Teleporter hingestellt, damit, wenn sich da aus Versehen jemand durchteleportiert, dass ihr dann auch hier wieder rauskommt. Ja, irgendwie. Ja, jetzt. Dann seid ihr auch schon wieder hier. Sobald alle Teilnehmer da sind und auch im Bereich, dann werde ich diesen Teleporter auch wegnehmen. Aber wenn jemand. Also wenn einer von den Teilnehmern irgendjemand in der Freundesliste hat, der auch hier mitmacht, dann könnt ihr natürlich auch so teleportieren. Dann seid ihr direkt in dem Bereich. Es kommt ja auch noch jemand später, zwei Stück. Die werden sich dann auch so dadurch teleportieren. Dann muss ich den Teleporter nicht mehr extra hier hinstellen. Boah, ist alles so kompliziert, oder? So, und da hinten ist auch noch mal ein Teleporter. Da gehen die Leute hin, die mir bei dem Turnier komplett helfen werden. Wir haben einmal den Alex, er wird den Damage zählen. Lisa und Sarah sind die Haussupporter, die werden eure Fragen beantworten, weil ich werde das nicht schaffen. Ich werde auch nicht oft im Chat lesen, weil ich den ausschalten werde ab und zu, weil ich eure Kämpfe ja noch mit aufnehme. Dazu muss ich gleich auch noch mal eben was sagen. Ich rede heute viel. Bisschen viel Input gerade. Für mich gerade jetzt auch. Ja, ich gehe nochmal hier durch. So können die Helferchen auch wieder rausporten, damit ihr euch da hinten auch noch einen Schnaps holen könnt. Ach, ich meine Eistee. So. Genau, die Kämpfe. Ich werde die Kämpfe alle aufnehmen, aber nicht komplett, weil das sind 16 Kämpfe und das wird viel. Das wird länger als ein Film sonst. Ich werde daraus kleine Szenen machen und das alles zusammen in ein Video packen. Ich habe auch schon ein Intro erstellt, das habe ich ja eigentlich nicht, also nicht oft. Dann habe ich auch ein passendes Lied gefunden, was einfach super passt zu dem, was ich da bearbeitet habe und zu euren Kämpfen. Das Problem ist, dass das Lied Copyright hat. Also, es ist abspielbar, aber nur über den Computer. Also wundert euch nicht, wenn ihr mit dem Handy gucken wollt oder mit einem Tablet, dass dann da steht, ist nicht abspielbar oder was weiß ich. Ich werde das auch nochmal in den Titel reinschreiben, dass es nur über den PC abspielbar ist, damit ihr Bescheid wisst. Ich könnte das Lied ja ändern, aber das ist einfach zu geil. Ich finde nichts, ich habe schon gesucht, aber ich finde einfach nichts Passenderes. Ihr werdet es dann ja sehen. Ich habe mir auch ein bisschen Mühe gegeben dafür, okay?
damit das schön spannend wird, das Video. Ja, genau. Dann ist da noch was. Ich habe ja gesagt, wir treffen uns ja in der Stadtmitte. Es kommen ja Leute etwas später. Und da habe ich gesagt, dass hier durchgehend einer stehen wird, der auf euch wartet und euch dann zum Haus bringt. Es kann sein, dass wir manchmal ein bisschen verpeilt sind während dem Turnier, weil das schon ziemlich stressig wird. Dass wir das vergessen. Oder dass wir hier jemanden stehen haben. Und ja, und wenn man zu lange hier rumsteht, dann wird man ja auch automatisch ausgelockt. Und dass wir das dann halt vergessen, dann hier ab und zu mal reinzuschauen. Wir versuchen das zu verhindern. Aber sollte es wirklich so sein, dass hier keiner steht, der euch abholt, dann geht einfach hier durch. Ich habe das ja öffentlich gemacht. Und es haben auch einige dieses Haus bewertet, was ich auch richtig cool finde. So kann man das jetzt auch ganz schnell finden. Ihr geht einfach auf Schloss besuchen. Beste Bewertung. Dann wieder auf beste Bewertung. Das ändert sich von Tag zu Tag. Letztens war es noch auf Platz 23. Heute ist es aber, glaube ich, auf... Da, 49. Dann klickt ihr einfach hier drauf. Und dann dann seid ihr schon bei mir. So. Ja, was noch? Genau, alle Teilnehmer, die jetzt hier auch in dem Bereich sind, dann bitte ich auch nochmal darum, dass ihr den Teleport zumacht. Außer ihr habt irgendjemanden, der zugucken will und der halt nicht weiß, wie er hier hinkommt, dann könnt ihr sagen, ja, dann porte eben zu mir. Und dann kann er da durch diesen Teleporter gehen und dann ist er hier in diesem Bereich. Es wird, glaube ich, alles richtig chaotisch einfach. Ich hoffe, ihr habt mich auch soweit verstanden. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch alles Wichtige nochmal gesagt. Ja, und dann habe ich ja gesagt, dass es Trostpreise gibt. Das Set Rindenbad, das werde ich auch direkt am Samstag verteilen. Ja, der dritte Platz war eine 5-Euro-Paysafe-Card, der zweite Platz war eine 10-Euro-Paysafe-Card und der erste Platz eine 25-Euro-Paysafe-Card. Die Regeln nochmal. Maximal ein Juju, maximal Resi 65%, dann maximal ein Abweiser und die minus 90 Schilder, minus 80 Schilder und minus 85 Schilder sind verboten. So, dann ist mir noch dabei so ein bisschen aufgefallen, die Feuerschüler haben ja Ifrit mit minus 90. Das ist Zauber, da sage ich nichts gegen. Und so wie der Gartenzwerg für Leben, der gibt zwei Abweiser, das werde ich jetzt auch nicht verbieten. Ich meine, die Zauber kosten ja auch viele Pips, von daher kann man das auch nicht so spammen wie Juju oder Abweiser. Weil da haben mich auch Leute gefragt. Keine Sorge, also die Regeln bleiben, wie sie sind, alles andere ist erlaubt. Wenn ihr in der zweiten Runde seid, die zweite Runde, okay, das sage ich einfach, das sage ich nach dem Turnier alles. Ich mache dann nochmal so ein Infovideo für die zweite Runde. Die zweite Runde findet dann am nächsten Samstag statt. Und die restlichen Kämpfe, Finale, Halbfinale, Viertelfinale und dann, ja, das findet dann den Samstag wieder statt, am 4. März. Weil ihr werdet für die Kämpfe dann wieder ein bisschen mehr Zeit haben. Jetzt habt ihr 15 Minuten. Und die zweite Runde wird dann geändert. Weil es sind dann halt nur 8 Kämpfe und dann wird es auch wieder immer ernster. Ja, gut. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gut vorbereitet. Ich bin schon ziemlich aufgeregt. Und gespannt, wer direkt weiter ist. Und wie weit ihr kommen werdet. Dann sage ich mal bis Samstag, ne? Tschüss!